Klaus-Dieter Wollitz, willkommen zurück in der Lausitz. Sie haben das jetzt schon zweimal erlebt, als Cheftrainer hier in Cottbus anzutreten, jetzt das dritte Mal. Wie würden Sie die Situation beschreiben? Wie haben Sie den FCE jetzt vorgefunden? Ja, erstmal freue ich mich und sowieso nach dem 19. Dezember 2019, glaube ich, war es nicht so zu erwarten, dass es vielleicht eine dritte Möglichkeit gibt. Aber man sagt ja auch, allen guten Dinge sind drei. Also ich will jetzt nicht, was ich sportlich da vorgefunden habe, weil ich mich da auch, natürlich habe ich mich damit beschäftigt und bin da auch jetzt im Thema seit den letzten 3-4 Wochen auch ein bisschen mehr. Aber die letzte Entscheidung ist jetzt auch erst gefallen, dass wir zusammenarbeiten. Für mich war es wichtig, dass das Präsidium, das neue Präsidium mit dem neuen sportlichen Leiter, den ich sehr schätze und sehr von ihm überzeugt bin, weil ich wollte ihn 2019 als Kaderplaner installieren. Er hat sich leider schwer verletzt, Kreuzbandriss. Aber gerade in der Zeit habe ich festgestellt, wie er über Fußball denkt, wie er Fußball analysiert, wie er Spieler sieht. Und was er immer hatte, der hat eine extrem hohe Identifikation damals schon ja als Spieler mit diesem Club gehabt, mit der Mannschaft, mit uns. Und wir haben uns nie aus den Augen verloren. Im Gegenteil, wir haben immer Kontakt behalten, haben sehr oft über Sachen gesprochen, auch unabhängig davon, wo er noch gar nicht sich vorgestellt hat, hier sich als sportlicher Leiter zu bewerben oder hinzugehen, hat man ihn beauftragt, eine Analyse zu machen. Diese Analyse hat er das Präsidium gegeben und hat das Präsidium mich angerufen. Es gab ein Gespräch erst mit Herrn Lemke, dann mit dem Präsidium und dann hat das Präsidium von mir wissen wollen, wie das damals abgelaufen ist. Und ich habe das so gesagt, wie ich das empfunden habe, wie mit mir gearbeitet worden ist. Dann hat das Präsidium gesagt, okay, dann habe ich auch vom Präsidium weiter nichts mehr gehört, aber sie haben dann das aufarbeitet, für sich auch. Um für sich eine Entscheidung zu treffen, ist das, was der Trainer sagt, hat das Hand und Fuß? Sind das Tatsachen? Ist das dann überhaupt möglich, eine mögliche Zusammenarbeit nochmal stattfinden zu lassen, weil es war klar, wenn es dazu kommt, dann gibt es Kritik. Dieser Kritik muss man sich auch stellen. Dennoch sage ich, obwohl ich das eine gesagt habe, aber die wichtigen Themen möchte ich nicht sagen. Ich möchte nicht zurückgucken, ich möchte einfach nur, dass ich eine faire Chance kriege. Ich kann sagen, dass es ein Fehler war, das habe ich schon vor Wochen gesagt. Da habe ich mich noch gar nicht mit Energie Cottbus beschäftigt. Ich glaube, das war Anfang März, Ende Februar. Da hatte ich auch noch gar keinen Anruf, aber ich kann schon dann wissen, was ein Fehler ist und was nicht. Und dennoch würde ich mir wünschen, eine faire Chance. Ich weiß, was der Club braucht, ich weiß, was die Region braucht und ich habe das ja eben schon mal gesagt, unabhängig davon, was jeder in Zukunft denkt. Ich habe großen Respekt vor den Fans, das habe ich immer gesagt, das hat sich auch nie geändert. Es war mir damals aus meiner Sicht nicht möglich weiterzuarbeiten. Ich wollte diesen Konflikt aus dem Weg gehen, um diese Mannschaft in Ruhe die Rückrunde zu spielen. Wir waren Erster. Das kann ich vielleicht auch sagen, das habe ich jetzt hier nämlich gesagt, das ist jetzt exklusiv. Ich hatte weitaus vorher, also Oktober, September, zwei Riesenangebote. Ich habe dann sogar den Verein die Vertragsangebote vorgelegt, die schriftlich fixiert waren von anderen Clubs, hochdotiert. Und da habe ich mich entschieden, das nicht zu machen, weil ich gedacht habe, es gibt eine Möglichkeit, wieder zusammenzukommen. Und da können Sie den Präsidenten noch anrufen, Herrn Fahle. Und er hat mich immer gebeten, halte durch, wir schaffen das. Und was dann noch in den letzten Monaten zu den ganzen anderen Monaten passiert ist, schien es mir besser zu sein, diesen Weg zu gehen. Und wenn man unbedingt wollte, auf Platz 1 die Rückrunde zu starten, hätte man ja auch zumindest sagen können, wir geben die nicht frei oder es müssen Bedingungen erfüllt werden. Ich sage es so sarkastisch und vielleicht auch ein bisschen provokativ, wenn ich noch eine Abfindung gefragt hätte, hätte ich sie wahrscheinlich auch noch bekommen. Und ich glaube, damit ist auch vieles gesagt, ohne da jetzt irgendwie zurückzugucken und zu sagen, ein Fehler ist ja, wenn man sagt, es war ein Fehler, das überhaupt zu Fragen aufzulösen. Das war es auch, unabhängig davon, dass das nicht funktioniert hat. Ich habe dann für mich festgestellt, eine Mannschaft in einer laufenden Saison zu übernehmen, in der Art, wie ich arbeite, in der Art, wie ich erst den Menschen begleiten will und dann den Spieler. Ich sage ja, es gibt ja unterschiedliche Charaktere. Es gibt Spieler, die musst du trainieren. Es gibt Spieler, die musst du führen. Dann gibt es Spieler, die müssen nochmal ganz was anderes mitmachen. Und dafür brauche ich immer eine gewisse
Zeit, und das ist mir dann auch nochmal in diesem letzten Jahr reflektiert worden, dass man die Spieler besser, noch besser ansprechen kann, noch besser begleiten kann, um am Ende dieses gemeinsame Ziel. Aber grundsätzlich ist das mein Grundprinzip, erstmal die Kabinen zu gewinnen, die Kabinen zu überzeugen, gemeinsame Ziele zu erreichen, und das ist mir ja eigentlich ja in Cottbus immer gelungen, und das war dann auch so ein Thema. Und dann war ein Thema, das war sehr überraschend, dass das Präsidium, jetzige Präsidium, festgestellt hat, dass nach mir die Mannschaften viel teurer waren. Viel teurer als 16, 17. Das ist nicht die Drittligamannschaft, das ist ja wieder eine andere Dimension. Und dann 19, also in der Regionalliga. Warum nach mir viel, viel mehr investiert worden ist, die Spielergehälter viel teurer waren, aber der Ertrag sportlich grundsätzlich nicht erkennbar war. Und das war für sie ein Credo, zumindest nochmal nachzuhaken. Und dann gab es offene Gespräche, und dann gab es auch nochmal das Präsidium, speziell der Präsident, war da sehr tief drin und wollte das für sich wissen, um die richtige Entscheidung zu treffen mit dem Präsidium. Wer könnte ja ab 1.7., da stand es gar nicht zur Debatte, dass ich hier trainiere, aber sie wollten wissen, warum das nicht stattgefunden hat. Und aus der Analyse durch Maxi ist man dann dazu gekommen, einen neuen Trainer zu verpflichten. Nochmal zurück zum Anfang, man merkt Ihnen das schon sehr an, dass dieser Abschied damals zu 19, dass der Sie immer noch beschäftigt, dass Sie das auch noch bewegt, dieses ganze Thema. Das tut mir weh. Ja, und Sie haben auch das Gefühl, glaube ich, dafür, dass ja, die Fans das auch diskutieren. Wir haben vorab natürlich Ihren Namen, der kursierte schon eine Weile, bei den Fans abgefragt. Eine Fansprecherin sagte beispielsweise, ja, Klaus-Dieter Wollitz, der muss ein bisschen mehr gut machen, als er sich das wahrscheinlich vorstellen kann. Haben Sie so ein bisschen Bammel vor dem ersten Kontakt, dem ersten Training oder auch dem ersten Spiel im Stadion der Freundschaft? Also Bammel habe ich nicht, weil dann will ich es nicht machen. Also ich bin davon überzeugt, also nochmal. Fehler passieren. Ich kann nur sagen, sorry, es gab zwar Gründe dafür, aber nochmal, ich hätte das trotzdem dann mit meiner Erfahrung auch bis zum Sommer durchziehen sollen, / müssen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe das für mich so analysiert und erkannt, dass es besser wäre, wenn ich den Schritt mache, um die Mannschaft in Ruhe, wer auch immer, weiterentwickeln kann. Ich habe alles von der Mannschaft ferngehalten, aber es waren für mich harte Wochen. Jeder Tag, man hatte immer das Gefühl, du wirst hier von allen beobachtet und jeder wartet, oder nicht jeder, gewisse Leute warten nur, dass ich irgendeinen Fehler mache oder man mir irgendwas ankreiden konnte. Das ist keine Arbeit. Ja? Man erwartet von leitenden Angestellten, dass gerade im Fußball, dass er die Spieler respektiert, dass er die Spieler menschliche Anerkennung gibt, aber ein Trainer braucht das auch. Der Trainer ist aus meiner Sicht eigentlich die wichtigste Person in jedem Club, weil er verkörpert ja das mit einer Mannschaft. Sie sehen ja ganz oft das Produkt, es passt die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft, und wenn man das nicht das Gefühl hat, dann kann man am Ende auch nicht seine optimale Leistung bringen. Und Sie können sich gerne erkundigen bei den Spielern. Jan Koch und Borgmann traf ich gestern. Die hatten große Freude und sind sehr optimistisch. Und es war sogar für sie ein Credo, wenn das nicht so kommt, wie sie gehofft haben und dann auch so gehört haben, werden sie wahrscheinlich vielleicht sogar gewechselt. Also ich kann schon eine Mannschaft was geben. Ich habe aber Verständnis dafür, dass die Fans jetzt sagen, der hat uns im Stich gelassen. Grundsätzlich wollte ich keinen im Stich lassen. Es sieht aber so aus oder sah so aus. Aber es gab wirklich tief liegende Gründe, die intern zu suchen waren. Und nochmal, und das Präsidium hat es aufarbeitet, das jetzige Präsidium. Und das jetzige Präsidium hat festgestellt, dass die Mannschaften viel teurer waren. Nach mir. Warum? In der Liga, obwohl es schon wirtschaftliche Schwierigkeiten gab. Dass nach mir gesagt worden ist, man kann erst bis 22 den Aufstieg schaffen. Mit mir wurde gesagt, nach dem Abstieg, ohne einen Spieler verpflichtet zu haben, sofortiger Wiederaufstieg, obwohl dann auch mitgeteilt worden ist. Wir haben gegen Borussia Dortmund ein Spiel gehabt, wo es Dortmund hier kostenlos gemacht hat. Wir haben Bayern München gehabt und hin und her. Und trotzdem haben wir sehr bescheiden versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann am Ende dann auch wieder bis September aus meiner Sicht auch sehr attraktiven und sehr emotionalen und sehr
für diese Region mit hoher Identifikation Fußball gespielt hat, mit der Belohnung, dass wir am glaube 7. oder 10. Dezember, wo das letzte Spiel war, in einem fantastischen Spiel Tabellenführer waren. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich kann nur sagen, sorry. Ich finde, dass Menschen nicht nur eine, zweite, dritte, viele Chancen verdient haben. Und man kann viel Gutes sehen. Wenn man was Schlechtes sehen will, habe ich das zu akzeptieren und zu respektieren.